Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer ganz schön und ja, ihr seht meine Visage jetzt schon wieder. Warum zum Teufel seht ihr die schon wieder? Ja, im Hintergrund seht ihr selbst, ich befinde mich gerade in einer ländlichen Gegend namens Tarkov. Nein, Quatsch. Schön, wenn man sich selber feiert. Nein, meine Freunde. Und zwar geht es um Escape from Tarkov. Und zwar möchte ich einmal ein ganz, ganz großes Danke für die Initiative aussprechen. Und zwar an Muscle Alex. Marcel Alex, ich danke dir ganz oft für den Aufruf. Ganz oft, ganz doll. Ich habe das jetzt mitbekommen und auch gelesen, was du geschrieben hast im englischsprachigen Forum. Und wie gesagt, danke, danke dafür. Ich habe jetzt mal die Arbeit abgenommen und habe ein bisschen was von deinem Text einfach nur abgeändert auf mich. Und müssen sich ja nicht zwei die Arbeit machen, nicht wahr? Und habe das im deutschsprachigen Forum im Endeffekt jetzt einmal reingepackt. Und meine Freunde, ich möchte euch jetzt aufrufen, alle, die zugucken, alle, die Escape from Tarkov mögen, alle, die Escape from Tarkov überhaupt bei mir gerne sehen, kommentiert und ruft dazu auf, die NDA-Sperre aufzuheben für mich, damit wir dann endlich Videomaterial auch von mir sehen können. Ich habe euch einmal den Link zum englischen Forum und dem Link zum Forum von mir, also zum deutschsprachigen im Endeffekt von Escape from Tarkov, wo ich den Link geteilt habe, einmal hier unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, einmal bitte darauf gehen und einfach das Thema kommentieren, wenn ihr dafür seid, dass ich bitte auch Videomaterial zeigen darf. Einfach aus dem ganzen Grund, meine Freunde, auch für die, die jetzt vielleicht einfach so einschalten, weil der Titel natürlich auf Escape from Tarkov gerichtet ist. Jedem, ich denke jedem geht es so wie mir. Jedem, der ein bisschen was von Escape from Tarkov schon versteht und der sich schon etwas davor mit beschäftigt hat, mit dem Thema. Und zwar geht es darum, dass die großen YouTuber, manche große YouTuber, die Escape from Tarkov jetzt zocken und zeigen dürfen, einfach nur Bullshit labern, Klicks abgreifen, sagen, oh heuer, wie toll und Atmosphäre und bla, ja, das ist alles schön, das ist richtig, aber das, was danach kommt, ist gequirlte Scheiße. Teilweise hat der YouTuber keine Ahnung von dem, was er labert, sagten im Video selbst, ja, ich habe da noch einen Kumpel, der kennt sich da ein bisschen besser mit aus, deswegen wird der jetzt das Wort übernehmen. Hallo? Ey, bitte? Was soll denn das? Was ist das für qualitatives Placement? Da muss man sich mal reinziehen, die kriegen dafür Geld, die leben dafür, dass die sich nicht damit beschäftigen. Was ich nicht verstehe, ist im Endeffekt, warum die Entwickler das zulassen. Ich weiß nicht, was sie wollen. Entweder wollen sie wirklich nur Product Placement oder Werbung oder sie haben sich was Falsches erhofft. Und das tut mir dann sehr leid, was dann die großen YouTuber teilweise da abgeliefert haben. Natürlich ist da jetzt auch kein böswilliger oder was auch immer Hintergrund der YouTuber. Das auf keinen Fall. Aber es gibt doch schon einen Unterschied zwischen jemandem, der hinter einem Spiel steht und hinter jemandem, der weiß, er muss Videos bringen, um im Endeffekt Geld zu bekommen. Ja, oder dass es sich jetzt gerade marktwirtschaftlich anbieten würde, gerade zu Escape from Tarkov Videos zu machen. Wer so denkt, steht nicht mehr hinter einem Spiel. Wer so denkt, wird sich niemals wieder auf ein Spiel so einlassen, wie jemand, der das Spiel einfach nur repräsentiert, weil das mag, weil er es gerne spielt, weil er sich damit auseinandersetzt, weil er Stunden, Tage, Wochen, bla 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 an Zeit investiert und sich damit auseinandersetzt. Meine Freunde, ihr könnt für, wie gesagt, auch alle die jetzt gerade nochmal einschalten, ich habe in meiner Playlist von Escape from Tarkov, ihr könnt das von Anfang an mal durchgucken, müsst ihr nicht, ich habe mir sogar das Skillsystem vorgenommen. Es waren kaum Informationen da, ein riesen Batzen englischer Text. Ich habe das versucht, mit den Bildern, die wir vom Skillsystem hatten, irgendwie zusammenzuwürfeln. Und ich habe das Skillsystem so gut wie es geht euch näher bringen wollen. Natürlich mache ich das alles freiwillig und alles auch für euch, weil natürlich auch ihr, die im Endeffekt meine Community seid. Und wenn nicht für euch, für wen dann? Und genau deswegen möchte ich einfach bloß euch ein bisschen bitten, mich da einfach zu unterstützen. Und es wäre echt nett, wenn ihr da in dem Forum einfach mit kommentiert.
akzeptieren würdet, dass bitte die NDA-Sperre für mich aufgehoben wird, damit ich auch endlich ordentliches Videomaterial zeigen kann, meine Freunde. Ansonsten danke ich natürlich, wie gesagt, nochmal Muscle Alex für die Initiative. Du hast das gestartet, bevor ich mit dem Gedanken überhaupt soweit war. Da danke ich dir vielmals für. Und ansonsten an all die anderen da draußen, euch danke ich fürs Einschalten, euch danke ich fürs Schauen, fürs Supporten auch noch, für meine ganze Community, dass ihr hinter mir steht. Und meine Freunde, was soll ich noch weiter sagen? Haut in die Tasten, auch hier in die Kommentare, was ihr dazu sagt natürlich. Und ich entschuldige mich nochmal, dass ihr mich ein zweites Mal innerhalb einer Woche mit der Visage vor der Kamera sehen musstet. Und dann auch noch so groß. Alles klar, meine Freunde. Gut, ich denke, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wenn ich das Video ausschalte, habe ich eh nochmal 5 Sachen, die ich dann hätte sagen wollen und trotzdem nicht gesagt habe. Egal. Gut, meine Freunde. Huch, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, mache ich mir jetzt einen Kaffee und noch einen schönen Tag. Genau den wünsche ich euch auch. Und meine Freunde, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.